Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich war gerade in meiner Mittagspause bei der Meditation und ich muss mich jetzt hier erstmal wieder ein bisschen in Schwung bringen für dieses Video, denn Leute, es ist Zeit für eure absurdesten Dating-Stories Teil 3. Falls ihr die ersten beiden Teile noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch das wärmstens empfehlen. Da waren nämlich schon einige wirklich wilde und witzige Stories dabei. Ursprünglich war ja auch die Idee, dass ich da meine Stories mit einbringe, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann bei euren Stories nicht mithalten. Mein Leben ist scheinbar doch langweiliger als gedacht. Wenn mir irgendwann nochmal was widerfährt oder mir noch was einfällt, dann werde ich das einbringen. Solange bleiben wir bei euren Geschichten. Die sind wild genug, glaubt mir. Und bevor wir jetzt reinstarten, würde ich noch gerne einmal so eine grundlegende Regelliste fürs Dating verlesen, die sich jetzt einfach irgendwie aus euren Erfahrungen und euren Stories der letzten Videos zusammengesetzt hat. Also, ich lese sie kurz vor, ja? Merkt sie euch bitte und wendet sie in Zukunft an. Leos Regelliste. Nummer 1. Bitte nehmt weder eure Mutter noch eure Ex-Freundin mit zum Date. Das wäre super. Geht nicht unter keinen Umständen in ein XXL-Schnitzel-Restaurant. Das wollen wir wirklich nicht. Bitte schickt nicht euren Zwilling zum Date. Ja, es ist komisch, dass wir das hier erwähnen müssen, aber es ist so passiert. Von daher, bitte dran denken. Bitte zieht euch nicht einfach so und plötzlich nackt aus. Das braucht kein Mensch. Fragt bitte auch nicht nach einer schnellen Nummer auf der Restauranttoilette, wenn ihr euch vorher noch nicht mal geküsst habt. Bitte die Standardregel, redet nicht die ganze Zeit über eure letzte Beziehung. Vielen Dank, jetzt wo ich das verlesen habe, könnt ihr guten Gewissens ins Dating-Leben weiter reinstarten. Und ich kann besser schlafen. Ich habe mich einfach dazu verpflichtet gefühlt. Vielleicht ergeben sich aus diesem Video jetzt auch wieder neue Regeln, die ich dann nächstes Mal verlese. Einfach dran denken, man kann es ja mal vergessen, dass man vielleicht nicht den Zwilling schickt. Von daher lieber einfach nochmal so als kleiner Reminder von meiner Seite aus. Und jetzt, ja, will ich euch hier jetzt auch nicht weiter volllabern mit meinem Gesülze, sondern wir kommen direkt zu den Dorys der diesigen Folge, könnte man ja schon fast sagen. Wir haben ja hier ein Format. Ach so, kurze Info. Ich frage nach Stories regelmäßig auf Instagram. Da heiße ich JustLeo. Wenn ihr mir dann noch nicht folgt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Genau, da frage ich oft nach eurer Meinung, nach irgendwelchen Stories zu bestimmten Themen. Bald bestimmt auch wieder für dieses Dating-Format, aber auch für das Beichtstuhl-Format. Haltet gerne meine Story im Blick und dann könnt ihr mir da eure Stories schicken. Ich freue mich sehr, wenn ihr eure Geschichten mit mir teilt. Könnt ihr auch so, wenn ihr jetzt dieses Video seht, slidet meine DMs und schreibt am besten an den Anfang Beichte oder Dating-Story, damit ich direkt weiß, da ist eine Story zu lesen. Gut, ich nehme noch einen schnellen Schluck von meinem koffeinfreien Kaffee. Das ist mein dritter heute. Ich bin da ein bisschen drauf hängen geblieben, eventuell. Es hat sich leider so zugetragen, dass ich Kaffee nicht mehr so gut vertrage, Leute. Und es ist wirklich sehr dramatisch. Aber ich werde ganz nervös. Ich fange an zu schwitzen. Mein Herz rast. Es ist vielleicht das Alter. I don't know. Es macht mich sehr traurig, weil jetzt muss ich irgendwie darauf verzichten. Und deswegen trinke ich jetzt sehr viel koffeinfreien Kaffee. Das Leben ist hart. Wir starten mit der ersten Story. Die ist relativ kurz. Ich habe jetzt auch keine Reihenfolge vorher festgelegt. Wir schauen einfach mal, was wird. Was wird? Disaster Date. Ich war bei einem Typen zu Hause, der einfach total cringe war. Dieses Wort liebe ich ja nicht. Und mir nach ein paar Minuten direkt ungefragt die Zunge in den Hals gesteckt hat. Das brauchen wir schon mal nicht, ja? Also ich finde sowieso eine Grundregel für mich beim Küssen ist, nicht sofort die Zunge mit ins Spiel bringen. Bitte. Also das ist irgendwie... Das ist irgendwie so ein Ding bei manchen Leuten, dass die sofort, die kommen quasi mit ihrer Zunge schon aus dem Mund auf dich zu und da kann ich nicht mehr, kann ich nicht mehr. Und da können, glaube ich, viele nicht mit. Egal. Als er sich von mir gelöst hatte, meinte er, puh, jetzt muss ich erstmal durchatmen. Komm, ich zeig dir meine Wohnung. Und dann hat er mir diese gezeigt und dort standen einfach 5 Kühlschränke. Da würde ich irgendwie sofort denken, der, weiß ich auch nicht, zerstückelt irgendwie Menschen und packt die da rein. Oh Gott. Nach meiner Frage, weshalb er so viele hat, grinste er mich an und meinte, ich baue da diverse grüne Pflanzen an. Und ich habe mich direkt auf den Heimweg gemacht. Ja, gut, da hat wohl jemand ein bisschen angebaut, weil sich in der Wohnung... Warte mal, ich check gerade nicht, ich habe nicht so viel Ahnung davon, Entschuldigung. Warum jetzt Kühlschränke? Die müssen doch nicht, die brauchen doch Sonne, die Pflanzen. Also meinte er, dass er in den Kühlschränken die Pflanzen anbaut. Ah, okay, dann hat er die Kühlschränke wahrscheinlich nicht gekühlt als Kühlschrank, sondern hat da drin dann wahrscheinlich so Licht installiert und so und da wachsen einfach die Pflanzen drin. Aber die sind nicht runtergekühlt, weil das können die Pflanzen doch gar nicht ab, oder? Oder irre ich mich jetzt? Naja, auf jeden Fall abturnen.
sorry, irgendwie... Ach. Nee, also wisst ihr, ich sag mal so, ich hatte früher mal auch schon ein paar Mal was mit Leuten, die wirklich auch regelmäßig diese grünen Pflanzen konsumiert haben. Ich weiß nicht, ich glaube, viele Leute probieren das im Laufe ihres Lebens mal aus, habe ich auch. Mein Gott, all good, will ich überhaupt nicht judgen, aber wenn man das wirklich regelmäßig macht, ja, wirklich so täglich oder sogar mehrmals täglich, dann ist es einfach so, dass das was mit einem macht. Und ich schwöre euch, alle von den Menschen, mit denen ich irgendwie verkehrt habe und jetzt nicht irgendwie nur auf einer sexuellen Ebene, sondern einfach so auch, wenn es Freunde waren, Bekannte und so weiter, die täglich irgendwie das konsumiert haben. Die hatten alle so bestimmte Eigenschaften, also keine Ahnung, die waren voll oft verplant, hatten keinen guten Zugang irgendwie zu ihren Emotionen und so weiter. Ich könnte die Liste jetzt noch weiterführen und ich bin jetzt ja auch nicht die Moralapostel, die euch sagt, tut das nicht, aber es ist einfach spannend zu sehen, wie alle von den Leuten dachten, die das gemacht haben, nee, das macht nichts mit mir, wohingegen man von außen sehr gut sehen kann, dass es eben doch was macht. Und für mich ist es einfach ein Abschauen, wenn ich nur sehe, dass jemand das regelmäßig macht. Das Witzige ist, man sieht es sehr schnell auch irgendwie an der Wohnung und man riecht es. Und wenn ich heutzutage in eine Wohnung komme von einem Typen und ich merke, das ist so ein Überstoner, Leute, das ist für mich, da bin ich raus. Also gibt's no chance, habe ich gar keinen Bock auf diesen Lifestyle, der damit einhergeht und auf diese Charaktereigenschaften, die da oft mit einhergehen. Und wenn du das dann sogar noch verkaufst, ich meine, vielleicht konsumiert das ja nicht mehr selber, dann... Werd erwachsen. Ja, ich weiß, du machst damit viel Geld, aber bitte werd erwachsen. Oh, nee. Okay, jetzt habe ich mich ja ganz schön reingesteigert. Leute, weiter geht's mit der nächsten Story. Ich musste zuerst ein Bewerbungsgespräch telefonisch zu Zeugungs- und Gebärfähigkeit geben. Fragen zu wann und wie viele Kinder man möchte. Erst wenn die Fragen zur Zufriedenheit beantwortet werden, sollte es zu einem Date kommen. Ich bin leider während des Telefonats rausgeflogen. Ach Mensch, das ist jetzt aber auch ärgerlich. Wirklich, da, also schade, dass du den jetzt nicht treffen konntest, nicht kennenlernen konntest. Das ist doch so sympathisch, was der gemacht hat. Das ist doch auch, sind doch völlig normale Fragen. Ja, was soll man dazu sagen? Erstmal abchecken. Bitte, warte mal, wie hat er das denn bitte gesagt? Ja, sag mal, bist du denn eigentlich zeugungsfähig und schon gebärfähig? Weil ich will da schon so 7 bis 12 Kinder. Weil so eine Frau ist eigentlich auch eine Geburtsmaschine. Für mich. Ja, was guckst du denn jetzt so komisch? Das ist eine ganz normale Frage. I don't get it. Also manche Leute, die haben wirklich den Schuss nicht gehört. Wie wenig Feingefühl kann man haben, ey. Also weißt du, aber da denke ich mir gut, dass das vorher am Telefon schon geklärt ist, die Nummer, und dass du da nicht dann zum Treffen hin bist und dich dann solchen Fragen privat stellen musst. Da würde ich halt absolut das Kotzen bekommen. Also manche Menschen, Mann, da frag ich mich doch... Was ist da schiefgelaufen? Wir kommen zur nächsten Story und die ist spicy. Da muss ich mal überlegen, wie ich das hier formuliere. Also, zum Disaster-Date. Ich hatte mal was mit einem Kerl, mit dem ich vorher ordentlich Cocktails in seiner Bude gebechert hatte. Leute, ich liebe alleine schon die Formulierung. Mit dem gebechert, in seiner Bude gebechert. Okay. Wir hatten uns super verstanden und irgendwann führte natürlich das eine zum anderen. Ja, wenn der Pegel steigt, da kann es schnell gehen, wa? Nochmals Anmerkung, ich war wirklich rappelvoll. Gut. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist bei so einem Date. Aber naja, voller ging nicht mehr. Na, sehr schön. Sehr schön. Oh Gott, nein. Oh, abgesehen von seinem sehr seltsamen, schmutzigen Talk, nenne ich es mal, schüttelte er mich in einer gewissen Position auch noch ziemlich rum, was dazu führte, dass mir irgendwann kotzübel wurde und ich absolut gar nicht mehr anders konnte, als alles rauszulassen. Nein, ich verkrafte das nicht. Ah. Oh Mann, oh. Noch nie war mir ein nächster Morgen so unangenehm. Du, das glaube ich dir aber sofort. Haben uns danach nicht mehr getroffen. Ja. Oh Gott, das ist unangenehm. Wirklich, mir ist das unangenehm beim Lesen. Also Leute, ich weiß ja nicht, muss das denn sein, dass man... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Leute, bitte konsumiert nicht so viel Alkohol bei einem Date, dass ihr nicht mehr wisst, wo unten und oben ist. Das ist nicht förderlich für alles, ja? Also auch wenn ihr euch dann näher... Also das senkt natürlich die Hemmschwelle, klar. Ich würde auch sagen, so ein Glas Wein oder so, mein Gott, kann man ja schon trinken vielleicht bei einem Date, auch wenn ihr was essen seid oder was weiß ich. Es senkt die Hemmschwelle, es macht vielleicht den Gesprächsfluss ein bisschen besser. Also sich so abzufüllen, also dann irgendwann kommt halt dieser Punkt, nee, da kann das Ganze gar nicht mehr gut gehen. Ich kann das nicht empfehlen. Man ist
ist ja dann auch wirklich nicht mehr man selbst, wenn man so, so voll ist. Also ich hoffe, dass ich in meinem Leben nie wieder so voll bin, dass ich irgendwie sage, voller geht nicht mehr. Weiß nicht, das hatte ich in meinen Teenagerjahren ein paar Mal und das ist nicht schön. Also da hat man sich ja einfach nicht mehr unter Kontrolle. Man ist da mit einer fremden Person, der man dann auch ein Stück weit ausgeliefert ist. Ne? Da können ja auch mal, weiß nicht, Sachen passieren, die man vielleicht nicht so gut findet. Und der Körper kommt dann eben auch unter gewissen Umständen nicht so ganz hinterher. Ja, sehr schön. Danke für diese Story. Mich würde interessieren, ob der Typ sich deswegen auch nicht mehr gemeldet hat, ob sie sich nicht mehr gemeldet hat, weil es ihr einfach so unangenehm war. Ist eine Erzählung wert, ne? Next one! Leute, das ist so spaßig, wirklich. Ich lieb's. Wir haben uns bei ihm getroffen. Das Date an sich war gut, war aber auch nicht das erste. Aber am nächsten Morgen bin ich, wie abgesprochen, noch länger liegen geblieben und er ist weg. Ich habe dann irgendwann eine Kleinigkeit gefrühstückt und danach noch die Küche grob aufgeräumt, hatten am Vorabend gekocht und anschließend noch das Bett gemacht und ein bisschen aufgeräumt. Dann bin ich heim. Die Reaktion seinerseits, als er wiederkam, war so gar nicht das, was ich erwartet habe. Er war fast schon sauer und hat mich angemacht, warum ich so viel gemacht hätte. Haben uns danach, soweit ich mich erinnern kann, nicht mehr getroffen. War kein Verlust, aber sehr weird. Okay, da hat sich jemand angegriffen gefühlt in seiner Privatsphäre oder in seiner Autonomie, was weiß ich denn. Also, ich finde, wenn man bei einer anderen Person übernachtet und man bleibt länger liegen, also für mich ist das selbstverständlich, dass ich dann das Bett mache, dass ich irgendwie schaue, dass ich da jetzt keine Verwüstungsspuren hinterlasse, wenn da noch irgendwas von uns rumliegt vom Vorabend, irgendwelche Chipspackungen oder sonst was, dann würde ich die auch entsorgen. Und wenn ich da was frühstücken sollte, dann würde ich natürlich auch meinen Kram danach wegmachen. Ich finde, das gehört sich. Und wenn man da jetzt am Vorabend zusammen gekocht hat, dann finde ich, muss man jetzt nicht alles aufräumen, aber man kann schon vielleicht dann auch noch mal ein paar Teller wegtun oder was weiß ich. Das finde ich erstmal selbstverständlich. So, alles, was darüber hinausgeht, dass man jetzt da anfängt, ne, wirklich zu putzen oder die Küche dann sauberer zu hinterlassen, als sie es vorher war, bevor man in die Wohnung gekommen ist, das fände ich auch ein bisschen weird und das fände ich auch ein bisschen übergriffig, weil ich mir denken würde, yo, du, also was soll das, ne? Du brauchst jetzt nicht mein... Also wenn ein Typ zu mir kommt, mein Zimmer ist unaufgeräumt, dann braucht der Typ bitte nicht am nächsten Tag mein Zimmer aufräumen. Wisst ihr, was ich meine? Mein Zimmer allein schon, als würde ich so, naja, also mein Schlafzimmer meine ich jetzt. Das fände ich auch weird. Aber wenn sie wirklich nur so diesen Kleinkram weggemacht hat, weiß ich jetzt nicht genau, wo sein Problem war. Also das, ja, war auf jeden Fall dann sein Problem und nicht deins. Das ist irgendwie ein bisschen weird, aber gut. Menschen sind einfach komisch, oder? Menschen sind witzig und Menschen sind irgendwie komisch. Wir haben alle irgendwie unsere Macken an. Ah, weiß ich ja nicht. Okay, Leute, zwei machen wir noch. Die ist jetzt ein bisschen länger. Ich, in Klammern männlich, 38, schwul und aktuell nach 9 Jahren wieder Single. Übrigens, ganz kurzer Einschub hier. Ich freue mich sehr, wenn da auch mehr Stories von Männern kommen. Also mir schauen natürlich mehr Frauen zu, deswegen sind es insgesamt immer mehr Stories von Frauen. Aber, Leute, ich freue mich wirklich sehr, wenn da auch Männer-Stories und Männer-Perspektiven dabei sind. Also traut euch, slidet in meine DMs, schreibt in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber. Also, ich hatte auf Empfehlung, du musst wieder auf den Sattel, mach wieder Dates, Junge, ein einziges, in Klammern Blind Date. Der Typ, sympathisch, humorvoll, intelligent, den Bildern nach ausgesprochen gut bestückt, nicht, warte mal. Wieso jetzt, also den Bildern nach ausgesprochen gut bestückt, also untenrum, oder was? Was denn, was habt ihr denn für Bilder vorher schon ausgetauscht? Läuft das so, also, hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Normalerweise tausche ich jetzt nicht, bevor ich jemanden kenne. Also allgemein sollte man damit sehr vorsichtig sein, Freunde. Ja, ihr wisst nie, wie das auseinandergeht. Schon gar nicht würde ich jemanden, den ich noch gar nicht kenne, jetzt vorher schon Fotos von meinen Brüsten schicken, damit der sich da schon mal ein Bild von machen kann oder was. Da habe ich Fragen. War das auf irgendeiner Plattform, wo man vorher schon solche Bilder hochlädt? Oder war das vielleicht einfach so ein Boxershorts-Bild und man hat es da durchgesehen? Würde ich gern wissen. Hat mich jetzt kurz verwirrt. Aber weiter geht's hier. Ausgesprochen gut bestückt, nicht vorbestraft, hat einen Job und schnarcht angeblich nicht. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, weil... Ich habe einen leichten Schlaf und immer wenn er neben mir liegt, die schnarcht, dann kriege ich kein Auge zu und das ist wirklich belastend. Also wenn ich später, wenn mein Mann später schnarchen sollte, dann kann ich nicht mit dem in einem Zimmer schlafen. I'm sorry. Dann müssen wir getrennte Schlafzimmer haben, weil ich werde nicht meinen kostbaren Schlaf dafür aufgeben. Gut, jetzt aber weiter mal hier. Naja, wir waren Skifahren in München, als die Stadt unter einem Meter Schnee begraben war. Wie schön. Date lief super und er küsste toll. Also ohne Beißen und ohne Sabbern, sehr wichtig. Da stimme ich zu. Einfühlsam und umsichtig. Meine Mutter würde bis hierhin für einen solchen Schwiegersohn töten. Jedenfalls, wir waren noch eingekehrt, Kaffee getrunken und
über Hobbys geredet. Und dann rattete er ohne Vorlage runter, wie viele Gerüche und Konsistenzen Stuhlgang haben kann und dass er eigentlich... Warte mal, bitte... Was? Okay, also hat er gerade zuvor Damen mit Charme gelesen und wollte einfach jetzt sein neu erlerntes Wissen teilen? Ich war auch mal in diesem... Also Damen mit Charme ist ein tolles Buch. Viel Wissen, was ich dann auf einmal da hatte. Vielleicht wollte er das teilen oder warum? Naja. Und dass er eigentlich hetero ist und nur beim Date ist, weil eine Wette läuft, ob er einen Schwulen knacken kann. Ist ja wohl nicht sein fucking Ernst. Long story short, ich möchte einfach Single bleiben und mit dem nächsten eine Katze kaufen. Oh nein! Ich habe keinen Bock mehr auf sowas. Echt nicht. Oh. Also verstehe ich, dass du auf sowas keinen Bock mehr hast. Und ich finde auch, also Katzen und Hunde sind tolle Lebensbegleiter. Kann man auf jeden Fall machen, wenn man da die Zeit für hat. Muss man sich auf jeden Fall nicht mit sowas rumschlagen. Also was ist das denn? Ich frage mich, ob das gelogen war oder ob das echt so war, dass das nur eine Wette war. Es könnte eine Lüge sein, weil ich glaube, manchen Leuten fällt es ja auch schwer, zu ihrer Sexualität und sowas zu stehen. Oder die wollen sich das vielleicht selbst nie eingestehen oder was auch immer. Also das könnte irgendwie auch vielleicht darauf hindeuten. Oder wenn es wirklich eine Wette war. Junge, wie unkorrekt ist das denn? Und wie kindisch, wirklich. Wie alt sind wir? 3? Ich schließe eine Wette mit meinen Jungs ab, ob ich jemanden knacken kann, der homosexuell ist. Das ist ja total lustig. Oh mein Gott, Leute, lasst sowas. Auf Kosten der Gefühle von anderen. Das ist so uncool. Wann war das denn mal cool? Also ganz im Ernst, das macht man nicht. Aber auch hier, sei froh, dass du ihn los bist. Was? Aber schade. Es ist ja echt schade, auch gerade wenn man sich vorher so gut verstanden hat. Und dann nimmt ein Date auf einmal so eine Wendung. Das ist voll uncool. Last one. Date-Desaster. Definitiv mein 2-Minuten-Date. Hatten uns klassisch im Park zum Spazierengehen verabredet. Ich war schon eher da und wartete auf ihn. Er kam, wir begrüßten uns, gingen ein paar Schritte und hielten genau 3 Sätze Smalltalk. Auf einmal blieb er abrupt stehen, drehte sich um und murmelte noch, sorry, passt nicht. Was? Was? Sorry, passt nicht oder sorry, es geht nicht. Ich erinnere mich nicht mehr genau, ist viele Jahre her. Und ging dann ziemlich schnell. Danach war ich überall blockiert. Ja, so schnell kann es gehen. Ich habe selten so blöd aus der Wäsche geschaut und stand da wie ein Blöd in Trance. Das hat echt sehr lange an meinem Selbstbewusstsein genagt, weil ich nicht wusste, was los war. Fand er meine Stimme so schlimm? Bin ich so hässlich, dass er es mit mir nicht ausgehalten hat? Das war echt schlimm für mich. Heute beziehe ich es nicht mehr auf mich. Sehr gut, dass du es nicht mehr auf dich beziehst. Ich kann aber absolut verstehen, dass man das im ersten Moment tut, weil man fragt sich so, hä, was ist passiert? Also erstmal 3 Sätze. Come on, was ist, hä? Der hatte 100%, ich weiß das ja, weil ich bin ein Orakel. Ich bin allwissend. Der hatte 100% irgendwelche anderen Struggles. Also entweder, keine Ahnung, gerade aus einer Beziehung oder hat eigentlich jemand, mit dem eigentlich gerade einfach nur super Stress ist. Oder irgendein Thema war da auf jeden Fall bei dem am Gange. Und dann hat er sich in diesen, hat sich dann wahrscheinlich vorgenommen, ich treffe mich jetzt mit einer anderen und hat dann in dieser Situation gemerkt, dass er das nicht kann. Das ist meine Interpretation des Ganzen. Und ich würde sagen, das können wir jetzt hier einfach als verlässliche Quelle einfach mal so annehmen. Und deswegen ist der gegangen. Das wird nichts mit dir zu tun gehabt haben. Also selbst wenn er sich irgendwas gedacht hat, welcher Mensch würde sowas denn machen? Also mal angenommen, ich wäre jetzt auf einem Date mit einem Typen und ich würde nach 3 Sätzen merken, und manchmal merkt man das ja auch schnell, dass ich, würde ich mir denken, also das wird, passt auf gar keinen Fall und das finde ich total unangenehm. Dann würde ich doch trotzdem nicht so einen Abgang machen. Also man muss doch auch manchmal sich so fragen, was lösen meine Handlungen und das, was ich hier sage, jetzt bei der anderen Person aus? Und gerade sowas wie, keine Ahnung, jemanden von heute auf morgen blockieren, jemandem nicht mehr zu antworten, also jemanden zu ghosten und einfach quasi von jetzt auf gleich irgendwas so zu cutten, ohne ein Gespräch, ohne irgendwas und einer Person so die Aufmerksamkeit zu entziehen, nachdem man sie ihr gegeben hat, ist somit das Fieseste, was man für also einem Menschen antun kann, weil wir uns dann alle fragen, was ist passiert? Liegt's an mir? What happened? Und das ist völlig menschlich und das ist gemein, bitte macht sowas nicht, ghostet Leute nicht, macht nicht so einen Abgang, wenn ihr denkt, es passt nicht, dann seid doch einfach ehrlich und erwachsen und sagt, ey, es tut mir leid, aber ich merke einfach hier an der Stelle, das mit uns beiden vibet irgendwie nicht oder ich fühle das nicht so, es hat nichts mit dir zu tun. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss. Alles ist besser, als einfach irgendwie sowas zu machen. Das war ja quasi Ghosting in real life. Und Ghosting ist gemein. Macht sowas nicht. Wirklich. Man kann immer irgendwie ehrlich sein und einen Satz zurückschreiben und ich glaube, ihr habt die Message verstanden und mit dieser ernsten Nachricht beenden wir jetzt dieses Video. Ich wollte es übrigens auf so 15 Minuten haben. Jetzt nehme ich schon wieder eine halbe Stunde auf. Aber es ist einfach, ihr habt zu viele gute Stories. Ich freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen und im nächsten Teil hiervon auf jeden Fall. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Ich danke euch, dass ihr mich hier supportet, indem ihr meine Videos schaut. Ihr könnt den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Und ja, das war's dann jetzt von meiner Seite aus. San Francisco. Macht's gut, ihr Dating Bean.